Mein Name ist Felix Heidmann. Ich bin Chorleiter des Jugendkonzertchores der Chorakademie am Konzerthaus Dortmund. Ein gemischter Jugendchor, den wir vor 7 Jahren nun gegründet haben. Und ich habe in Detmold studiert, Schulmusik und Chorleitung. Die Chorakademie ist Europas größte Singschule und bei uns singen etwa 1000 Kinder und Jugendliche in über 30 Chören. Und der Jugendkonzertchor ist sozusagen das Leistungsensemble des Jugendbereiches, nachdem die Kinder den Knabenbereich durchlaufen haben und den Mädchenbereich, Opernkinderbereich, kommen sie im Stimmbruchsalter mit 12, 13, manchmal auch 14 Jahren in den Jugendkonzertchor, singen dort bis zum Abitursalter A Cappella-Chormusik vorwiegend, aber auch oratorische Chorwerke. Wir führen jedes Jahr Weihnachtsoratorium auf im Konzerthaus Dortmund, in Bochum auch mit den Bochumer Symphonikern. Auch einige andere Konzerte mit Orchester haben wir schon gemacht, mit der Akademie für Alte Musik, Monteverdi, Marienvesper und einige Mozartmessen. Der Schwerpunkt liegt aber auf A Cappella-Chormusik. Wir haben im Chor etwa 50 Sängerinnen und Sänger. Es ist möglichst ausgeglichen immer zwischen Frauenstimmen und Männerstimmen. Etwa 25 Frauenstimmen. Die werden im Solounterricht auch alle betreut von Heike Susanne Daum, eine sehr erfahrene Opernsängerin. Und die Männerstimmen werden von Jens Hamann betreut, als Konzertsänger sehr viel unterwegs. Und dadurch bekommen unsere Kinder schon, unsere Jugendlichen muss man eher sagen, schon von früh auf wichtige Grundlagen des semiprofessionellen Singens mit an die Hand. Und der Solounterricht ist auch ein wichtiges Bindeglied, was dann hin zum Chorsingen führt. Wir versuchen, den Chorklang möglichst reif klingen zu lassen. Dadurch, dass wir den Solounterricht haben, versuchen wir, die Jugendlichen nicht nur in einem reinen Piano-Singen, kopfigen Singen verbleiben zu lassen, sondern eine möglichst große dynamische Bandbreite anzulegen. Das setzt natürlich voraus, dass die Sängerinnen und Sänger auch lernen, mit dem Körper umzugehen, um sich eben auch mal in etwas stärkere Dynamiken vorzuwagen. Das sind Voraussetzungen, die man braucht, um überhaupt Werke mit Orchester auch singen zu können. Im A Cappella singen werden natürlich auch die leisen Klänge gepflegt, aber auch da kann man eine große dynamische Vielfalt ja anlegen. Es kommt immer darauf an, in welcher Stilistik man sich bewegt. Aber wenn es dann ans Orchestersingen geht, ans chorsymphonische Singen, da braucht man schon großen Körpereinsatz, um sowas wie Weihnachtsoratorium singen zu können. Ich freue mich riesig, dass wir heute zum ersten Mal in der Stiftsmusik zu Gast sein können. Das war etwas, wovon wir sehr lange geträumt haben, weil die Stunde der Kirchenmusik in Stuttgart natürlich eine der namhaftesten, vielleicht sogar die namhafteste Konzertreihe in ganz Deutschland ist. Und deswegen war uns das ein großes Anliegen, irgendwann hierher zu kommen. Insbesondere deswegen, weil mein Kollege Jens Hamann, mit dem ich den Chor zusammen aufgebaut habe vor 7 Jahren, hier aus Stuttgart stammt, hier bei Bach Vokal auch immer beteiligt ist im Ensemble Stimmkunst. Und er hat uns hierher empfohlen und nachdem wir im vergangenen Jahr mehrere Wettbewerbe mitgemacht haben, allen voran den deutschen Chorwettbewerb, dort als Erstplatzierter aus unserer Kategorie hervorgegangen sind und dann im Herbst noch ein weiterer Wettbewerb gefolgt ist, bei dem wir auch den ersten Platz gemacht haben, hat die Stiftsmusik uns eingeladen und jetzt freuen wir uns, dass wir da sind. Das Programm, was wir heute hier in der Stunde der Kirchenmusik singen werden, ist ein Repertoire, was sich schwerpunktmäßig auf die skandinavischen Länder konzentriert. Es werden schwedische Chorkompositionen erklingen, auch Kompositionen aus Norwegen
Und dann gibt es aber auch kleine Exkurse nach Italien zu Giovanni Pierluigi da Palestrina und auch nach England, Hubert Parry, und am Ende auch nach Deutschland, Rudolf Mauersberger und Josef Gabriel Rheinberger werden den Abschluss machen. Es ist ein Programm, was eine möglichst große Bandbreite der Chormusik zeigen soll, von der Doppelchörigkeit mit Bezug zur alten Musik bis hin zur modernen Musik. Skandinavische Chormusik bedient sich ja mitunter auch sehr modernen Kompositionsmitteln, und da freue ich mich drauf. Die Stücke, die in diesem Programm die vielleicht schönsten sind, auch wenn es immer schwer ist, sich da festzulegen, sind zum einen der Sommerpsalm von Waldemar Ahlén, schwedisches, ganz bekanntes Chorstück, dann Olag Jelo, Ubi Caritas. Diese Stücke sind deswegen für uns was Besonderes, weil wir die zusammen mit dem WDR-Rundfunkchor kürzlich erst bei der Chorbiennale gesungen haben, und das wahrscheinlich schönstes Stück für uns ist Maria IV, eine Komposition von Morten Jansson, ein schwedischer Komponist. Und das ist deswegen für uns so was Besonderes, weil wir damit im vergangenen Jahr beim internationalen Bärenreiter-Chorwettbewerb teilgenommen haben. Da haben viele Chöre aus unterschiedlichsten Ländern Europas, auch aus den USA, teilgenommen. Und wir haben gewonnen und haben daraufhin von Morten Jansson noch eine weitere Auftragskomposition bekommen, die jetzt geschrieben ist und die wir in diesem Jahr auch uraufführen werden. Deswegen ist das ein Stück, was uns besonders am Herzen liegt.